Die Präsentation, schauen wir mal. Aha. So, da sind wir. Ja, Versorgung bei Kindern mit Zahlen ist das Thema und das ist hoffentlich sehr einfach zu bedienen. Ich beziehe mich bei den folgenden Zahlen auf die Angaben aus dem Deutschen Zentralregister für kindliche Hörstörungen. Und dieses Register ist für permanente kindliche Hörstörungen in Deutschland eingerichtet mit personenbeziehbaren Daten. Das ist eher ungewöhnlich, weil das doch relativ schwierig ist, dafür eine Zusage zu bekommen. Und es gründet auf eine Einmalerfassung. Das hat Vorteile für die, die melden, und Nachteile für uns, denn diese Einmalerfassung ist meistens sehr früh. Das heißt, die Daten sind inkomplett oder es wird vorab eine Meldung gemacht und dann kommt ein bisschen später das eigentliche, die eigentliche Ursache heraus, etc. etc. Das Ziel dieses Registers war es, Antworten auf gesundheitspolitische Fragen zu geben. Und wer die Struktur dieses Registers sich genauer ansieht, sieht auch, dass ein Schwerpunkt die Etiologieforschung ist. Die Trägerschaft liegt bei unserer Klinik hier in der Charité. Das Ganze ist privat finanziert. Wir machen das seit 1994. Da haben wir begonnen mit einer Probephase. Und 1996 sind wir dann in die bundesweite Erfassung gegangen. Die Daten, die dort erfasst werden, konzentrieren sich auf Ätiologie inklusive Stammbaum. Auch wenn man keinen Stammbaum dort malen muss, kann man ihn aber rekonstruieren anhand der Daten, die gemacht werden sollen. Dazu kommen Risikofaktoren, sodass man auch gut zwischen hereditären und erworbenen Hörstörungen differenzieren kann. Ein weiterer Teil dieses Registers konzentriert sich auf die Spezifizierung der Hörstörung, Typ und Grad und Progredienz. Und dann geht es um einige Daten, also wann ist die Hörstörung erstmals vermutet worden. Das war früher ein wesentlicher Aspekt, heute eigentlich nicht mehr so. Dann die Diagnosestellung und den Therapiebeginn. Und schließlich, wie sind die Hörstörungen versorgt? Wir wenden uns also hier Kindern mit permanenten Hörstörungen zu. Das inkludiert auch die Schallleitungsschwerhörigkeiten mit einem Hörverlust von größer oder gleich 25 dB auf mindestens einem Ohr. Die Hörstörung muss vor dem 18. Lebensjahr begonnen sein. Natürlich muss auch eine Einverständniserklärung der Eltern vorliegen. Und wenn die Kids 18 Jahre alt geworden sind, werden sie nochmal benachrichtigt. Und es wird erfragt, ob die Daten weiterhin gespeichert bleiben sollen oder ob sie gelöscht werden. Erfreulicherweise entscheiden sich die meisten dafür, dass sie nicht gelöscht werden. Wir haben also hier ein Meldesystem entwickelt, das geprüft ist durch die 16 Datenschutzbeauftragten der Bundesländer. Und es hat eine Unbedenklichkeitserklärung gegeben nach allen möglichen Verhandlungen. Und wir haben seit 1994 mittlerweile 12.400 Datensätze erhoben. Es sind also 12.400 Familien, deren Daten wir hier gespeichert haben. Und um ja auch eine gewisse Aussage
zu schaffen, wie relevant sind denn diese Informationen, haben wir das Deutsche Zentralregister in zwei Schritten aufgebaut. Der erste Schritt ist ein Postkartensystem. Das ist eine Ultra-Kurzmitteilung allen, die Kinder mit Hörgeräten versorgen. Vielleicht sitzen aber hier noch ein paar, die nicht dabei sind. Sie sollten dann sich vielleicht melden und dann schicken wir ihnen auch so eine Postkarte. Also alle, die in Deutschland Kinder versorgen, bekommen so eine Postkarte und es wird schlicht und ergreifend eine einzige Zahl erfragt. Wie viele neue permanent hörgestörte Kinder hast du im letzten Monat gesehen? Das ist die Sekundenkarte. Innerhalb einer Sekunde ist diese Karte ausgefüllt und wird dann zurückgeschickt. Ist für uns die wichtige Basis, eine Info zu bekommen, wie viele hörgestörte Kinder gibt es denn überhaupt in Deutschland? Und im zweiten Schritt wird dann ein detaillierter Meldebogen hinterhergeschickt, den natürlich viele von uns nicht so gerne ausfüllen, weil es viel Zeit kostet und kein Geld gibt. Dementsprechend ist dann auch die Rücklaufquote deutlich geringer. Und die können wir überhaupt erstmal bestimmen, weil wir dieses Postkartensystem haben. Also eine wichtige Zweiteilung. So, jetzt müssen wir langsam zu den Ergebnissen kommen. Die Hörstörungstypen habe ich Ihnen hier mal aufgeführt. Wir haben 5% der permanent Hörgestörten mit einer reinen Schallleitungskomponente. Und dann haben wir 86% mit einem sensorineuralen Hörschaden, 8% kombiniert und 1% mit zentraler Hörstörung. Wir haben dann mal versucht, das ist kein einfaches Unterfangen, wir haben versucht, nach Formen der Hörschwelle zu differenzieren. Und wir haben diese 5 Muster Formen herausgegriffen, also eine flache Hörschwelle, einen sanften und einen steilen Hochtonabfall, U- oder wannenförmiger Schwellenverlauf und den Tieftonhörverlust. Und hier sind die Ergebnisse dazu. Das ist zwar bedauerlich, aber spiegelt die Realität wider, denn in früheren Zeiten hat es eine Meldung gegeben, wenn einfach das Ergebnis einer Klickbeherr vorgelegen hat und das ist uns dann übermittelt worden. Da kann man eben keine Zuordnung vornehmen. Dann haben wir flache Hörkurvenverläufe in dieser Größenordnung. Wir sehen, die sanften und die steilen Hochtonabfälle sind dann auf den hinteren Plätzen und der Tieftonhörverlust noch weiter hinten und U-förmig bzw. wannenförmig wird kaum angegeben. Wir ahnen, dass dieser große Teil sich ungleichmäßig verteilt und dass beispielsweise dieser U- und wannenförmige Teil dann doch noch einen ganz erheblichen Teil abbekommt. Und der steile Hochtonabfall sicher ganz genauso. Hier habe ich Ihnen mal die Zahlen mitgebracht für die Progredienz der Hörstörung. Das ist ein schwieriges Unterfangen für diejenigen, die melden, denn üblicherweise will man, wenn man schon so einen lästigen Fragebogen hat, ihn schnell loswerden. Und da hat man dieses Kind vielleicht gerade 1, 2, 3 Mal gesehen und kann deswegen zu einer Progredienz überhaupt keine Aussage machen. Deswegen hier dieser mit Abstand größte Teil ohne Aussage. Trotzdem, für die Hörgeräteversorgung ist es ja wirklich sehr wichtig zu wissen, wird sich die Hörstörung progredient verhalten oder nicht. Wir haben eine sichere Zuordnung bei 607, weitere 1030, bei denen die Hörstörung, bei denen die Progredienz wahrscheinlich ist. Und sicher keine Progredienz ist mit 3500 Fällen etwa angegeben. So, dann habe ich mich mal der Frage zugewandt, wann beginnt denn die Therapie? Und Sie ahnen, dass mit dem Neugeborenen-Screening doch etwas
geschehen ist in der Landschaft der Hörgeräteversorgung bei Kindern. Und Sie können das, glaube ich, hier ganz gut ablesen. Wir haben zunächst einmal drei Kohorten gemacht, 2005 bis 2009, 2000 bis 2004 und vor 1999. Jetzt sieht man, glaube ich, ganz gut, dass im ersten Lebensjahr, also 0 bis 1, die junge Kohorte deutlich dominiert. Darüber freuen wir uns. Bei den älteren Jahrgängen ist es dann so, dass die alten Kohorten wieder dominieren. Da haben wir erstens mehr Meldungen und zweitens ist später diagnostiziert worden. Das sehen wir vielleicht noch ein bisschen deutlicher bei den Hörstörungen, die innerhalb der letzten Jahre gemeldet wurden. Und das ist eine relativ aktuelle Kohorte. Also diejenigen, die 2010 bis 2014 gemeldet wurden. Und da dominiert erfreulicherweise die Kohorte, die innerhalb der ersten 12 Monate diagnostiziert wurde. Ich persönlich führe das auf das Neugeborenen-Screening zurück und freue mich sehr über diese Entwicklung. In welchem Alter wurden die Kids mit CI versorgt? Da haben wir etwas ganz Ähnliches. Bin froh, dass wir nicht mit so spätem Alter aufwarten müssen, wie wir es heute Morgen gesehen haben. Wir sehen, dass im ersten Lebensjahr oder Ende des ersten Lebensjahres deutlich dominiert. Und hier habe ich Ihnen nochmal eine Aufgliederung mitgebracht zum Therapiebeginn, unterteilt nach dem Hörstörungsgrad. Wieder sehen wir bei der Kohorte, die 2010 bis 2014 gemeldet ist, dass innerhalb des ersten Lebensjahres, also 0 bis 1 Jahr, die Patienten deutlich dominieren von der Anzahl und dass die Leichtgradigen ab dem Alter von 5 deutlich dominieren, also erst später dazukommen, und dass die Mittelgradigen ebenso hier nochmal einen erheblichen Anteil ausmachen. Sehen wir uns die gleiche Aufgliederung an für die Kohorte der Jahrgänge aus 1999 oder davor an. Da sieht man, dass im ersten Lebensjahr nicht ganz so viele therapiert wurden wie im zweiten Lebensjahr, also 1 bis 2 Jahre. Und wir sehen wieder, dass die geringgradigen Hörstörungen und die mittelgradigen erst zu einem späteren Zeitpunkt diagnostiziert wurden. Das ist, glaube ich, die Realität, die wir alle erlebt haben im Zusammenhang mit Schuluntersuchungen, ist dann nochmal genauer hingeschaut worden und dann sind die Kids identifiziert worden. Zum Schluss will ich nochmal eingehen auf die beidseitigen Versorgungen. Wir haben insgesamt 10.363 beidseitig versorgte Kids, davon über 9.000 mit Luftleitungshörgerät und 196, die mit CI versorgt sind. Das sind knapp 90%. Die anderen sind die reinen Schallleitungsschwerhörigkeiten, die nicht mit Luftleitungshörgerät versorgt sind, und es sind die einseitigen. Und sehen wir uns dann mal zwei andere Kohorten an, nämlich die Kohorte mit Geburtsjahrgang 2010 und jünger. Die haben eine ganz andere Verteilung. Die haben beidseitig mit Luftleitungshörgerät versorgte 91% und mit CI versorgte 7,5%. Da sind wir fast bei 99%. Was bedeutet, die Einseitigen sind entweder noch nicht diagnostiziert worden, weil sie es noch nicht hatten, oder weil es erst später dazugekommen ist. Meine Interpretation
Die einseitigen entwickeln sich erst später im Zusammenhang mit Infekten. Und dann haben wir die Geburtsjahrgänge 1980 bis 2000. Da haben wir die Situation, dass insgesamt wieder knapp 90% versorgt sind. Das heißt, die anderen 10% haben einseitige Hörstörungen oder eine reine Schallleitungsschwerhörigkeit mit entsprechendem Knochenleitungshörgerät. Ja, meine Damen und Herren, damit bin ich schon am Ende. Ich danke vielmals all denen, die melden, und Ihnen fürs Zuhören.